Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. In der letzten Folge haben wir Mom's Heart fast besiegt, aber auch nur fast. Dementsprechend war es natürlich ein absoluter Lose. Steckst du manchmal, war nicht drin, aber hey, was soll's. Wir sind hier, ich habe euch gesagt, das wird eine längere Reise und wir sind hier jetzt eine Weile zusammen, hoffe ich doch. Wir gehen wieder rein, Safe File 2. Wir gucken uns mal die Stats an. Also im Endeffekt, wir haben jetzt 2 Tode, 40 Items bis jetzt gefunden. 0 Mal Mom besiegt, das wäre das Herz gewesen. 21 Secrets entdeckt. Und der beste Winstreak, den wir hatten, war 1. Das heißt, wir haben einen Run einfach gewonnen. So. Endings haben wir unlocked. Den Epilog und die Credits. Items haben wir halt diese alle. Man sieht, es ist Obst im Haus. Und da kommen noch einige Items. Und die werden wir alle unlocken. Secrets, das ist das, was manchmal aufploppt, ne, im Game so. Da kommt auch noch einiges. Da oben steht es schon. 7 von 637. Bestiary oder Bestiary. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Naja, das sind halt die Gegner, die wir bis jetzt alle gefunden haben. Und da kommen auch noch einige. Da lässt man sich mal nicht lumpen, oder was? Naja. Egal. Ich würde sagen, ich weiß nicht. Also man kann ja auch mal später irgendwann mal mit Mods spielen und so, ne? Aber anfangs lassen wir es mal bei Vanilla. Auf jeden Fall, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir gehen rein, ein neuer Run. Winstreak 0, nichts geschafft mit Isaac, Hard Mode und rein. Ha. So. Basement 1. Es geht wieder los. Ja, ich habe halt Isaac normalerweise, wenn ich es halt für mich spiele, ne? Oh Gott, das ist ja gemein. Dann spiele ich das halt auch. Oh Gott. Stundenlang am Stück einfach, bis ich keinen Bock mehr habe. Jetzt, für YouTube ist es so, Board of Steel, geile Pille, 2 Spirit Hearts hat die uns gegeben. Jetzt für YouTube ist es halt so, naja, in der Regel nehme ich halt eine Aufnahme auf und spiele dafür halt eine Runde. Oder ich nehme halt vielleicht 2 Runs in Folge halt auf und mache daraus 2 Episoden oder so, aber so richtig mal heftig reinkommen ins Game, na, das wird anders. Das wird schwieriger. Aber auch das kriegen wir hin. Vielleicht muss ich einfach dann nebenbei Fulltime streamen und dann bin ich auf jeden Fall im Saft. Mal schauen, wie das läuft. So, hier ist auch schon der Boss. Wir hatten noch kein Item. Okay, nochmal gucken. Da links war übrigens noch ein Tinted Rock, da komme ich aber nicht ran. Ach, super. Alles voll mit Kacki-Lines. Kleine Scheißer-Männer, du. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Dinglets oder Diglets oder Dingo. Ich weiß es nicht. So, Item, bitte. Das ist das, was ich im letzten Run rerollt habe. Und zwar gibt uns das 5 Toxic Blast Bombs. Oh, ich glaube, das hier ist ein Trinket, was dafür sorgt, dass häufiger rote Herzen droppen. Und das hier, ja, gibt uns jetzt halt 5 Bomben, die, naja, kacke sind. Ich glaube, ich hole mir die Kiste da oben. Dafür brauche ich jetzt eine Bombe, um durch den Stein zu kommen. Und einen Schlüssel. Und es war übelst nicht. Also, es war halt einfach, es war nicht worth. Noch eine Balls of Steel Pill. Richtig nice. Die bewahre ich mir auf. Oh ja, oh ja. Plack. Easy. Und ein bisschen Kohle noch. Hier ist noch ein Raum. Und dann gehen wir mal gucken, wer unser heutiger erster Boss ist. Ihr könnt mir natürlich immer gerne, ne? Wie gesagt, das ganze YouTube-Game ist halt neu für mich. Ich habe normalerweise, wenn ich streame, ne, und irgendwelche Leute gucken zu, dann unterhalten wir uns halt direkt darüber. Meinungsaustausch, dies, das, Vorschläge. Jetzt schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das haben wollt. Letztes Mal meinte ich ja schon, ne? Eine Idee, wo die Kamera hin soll. Vielleicht auch ohne Kamera. Ich persönlich mag es halt lieber mit. Aber naja, wie auch immer. Das könnt ihr mir alles reinschreiben, ne? Steam Sale, gleich hier. Oh. Das heißt, wir können uns das jetzt hier kaufen. Das klang, als wäre jemand bei mir zu Hause, obwohl ich alleine bin. Naja, egal. Wird schon nichts passieren. Das ist Spider-Buddy. Und der macht im Endeffekt gar nichts, außer mir das Leben der Gegner zu zeigen. Da, die haben jetzt alle eine Health Bar. Und das feiere ich. Weil erstmal steht da dann auch immer, wie viel Damage ich mache. Ich meine, ja, das können wir halt auch sehen an unseren Stats. Aber früher, back in the day, da gab es die Stats an der Seite noch nicht bei Isaac. Da hattest du nur das da. Da oben dieser Schuh mit 2 Strichen und so weiter. Damage konntest du dann aber, das ist das Schwert unten links, konntest du dann zum Beispiel aber auch komplett voll haben.
Aber das war nicht das Cap. Das heißt, Damage voll war nicht gleich unendlich viel Damage, sondern es gab Runs, da war Damage voll. Du hast gut Damage gemacht. Und bei anderen Damage-Voll-Runs, da hast du halt richtig utopisch viel Damage gemacht. So, und jetzt ist das halt alles genauestens in den Stats halt aufgelistet. Und damals war diese Spinne halt noch viel, viel geiler, weil die hat einem wirklich gezeigt, was man für Schaden macht, wie viel Leben die Gegner haben und, und. Aber ich habe mich in sie verliebt und ich nehme die immer, wenn ich kann. Auf jeden Fall war das ja jetzt, glaube ich, der Steam-Sale, oder? Und vom Steam-Sale gibt es ja zwei Items. Einmal den Steam-Sale und einmal den Steam-Me-Sale. Und wenn man es hinkriegt, in einem Run beide Sales zu bekommen, dann sind die Items im Shop alle umsonst. Und das ist natürlich der Traum. Das ist wirklich noch nicht häufig passiert. Vielleicht, also ich kann das locker an einer Hand abzählen. Huch. Ach ja, stimmt. Das ist neu, ne? Glaube ich, dass wenn die Gegner die Spinne berühren, dann werden die kurz gefreezed. Aber naja. Auf jeden Fall ist das nicht häufig vorgekommen. Aber wenn es passiert, dann ist halt richtig geil. Book of Revelations haben wir jetzt unlocked und das Bandage Girl wahrscheinlich. Ach nee, Quatsch, das ist der Ball of Bandages. Eine Reference von Super Meat Boy, was ja auch von denselben Machern ist. Da gibt es einmal den Cube of Meat und einmal den Bandage Ball hier. Und wenn man die mehrfach bekommt in einem Run, ich glaube ab 3 Mal, verwandelt sich das jeweilige Item dann entweder zu Bandage Girl oder zum Super Meat Boy. Und das sind dann Familiars, die laufen durch den Raum und damagen alles. Und wenn du es dann ein 4. Mal bekommst, dann sind die voll upgraded, etwas größer und stärker und naja. Auch relativ unwahrscheinlich, aber auch das müssen wir irgendwann schaffen. Weil das brauchte man für 100%. Und ich habe das damals ja noch geschafft, bevor es den Greed Mode gab. Zu dem Greed Mode kommen wir auch noch, das ist ein anderer Spielmodus. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob das zählt. Dass Sachen, die wir im Greed Mode quasi schaffen, dass die trotzdem als Achievement zählen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, wir werden es herausfinden. Dankeschön. Balls of Steel Pille haben wir ja auch noch. Ich hoffe, wir kriegen jetzt einen guten Deal und können da richtig schön reintraden. Ich will Brimstone sehen, ich will The Pact sehen, ich will Abaddon sehen, obwohl wir das noch längst gar nicht unlocked haben. Aber egal, ich will es sehen. Und dann will ich der Allerstärkste sein. Naja, dieser Ball of Bandages auf jeden Fall, der bewegt sich auch ein bisschen schneller als damals. Damals waren die Orbitals ein bisschen langsamer und dann konnte man die gezielter auch offensiv einsetzen. Das heißt, man konnte dann so an die Gegner rangehen damit, zack, hat man gesehen, 2x7 Damage gemacht, das ist der Ball of Bandages halt. Aber natürlich auch gefährlich, weil man muss gerade an so schnelle Gegner nah rangehen und dann, naja, meistens kriegst du da mehr Schaden von als alles andere. Mehr Minus als Plusgeschäft quasi. Way. Ja, auch diese Easy-Bosse hier mit wenig Damage. Man merkt, es muss mehr Obst ins Haus. Sag mal, Dankeschön. Alter, wie viel Glück wir mit den Spirit Hearts haben. Da ist schon wieder eins gedroppt. Und Blue Cap ist auch ein geiles Item. Glaube ich zumindest. Ich habe das gut abgespeichert. Und jetzt haben wir hier den Deal mit dem Devil. Und rein. Und das sind Crab-Items. Oh nee, ey. Tears down. Super geil. Wundertoll. Nein! Hä? Okay. Okay, das war übelst random gerade. Ich nehme jetzt meine Balls of Steel Pille für den Fall der Fälle. Also, was gerade passiert ist, es gibt eine Pille, die heißt Telepills. Die teleportiert dich in irgendeinen random Raum auf diesem Floor. Wenn du aber in dem Devil Deal drin bist und den Devil Deal verlässt einmal, dann kommst du nie wieder rein normalerweise, außer mit ein bisschen Glück oder so. Oder du hast Goat Head. Jetzt hat uns quasi diese Pille rausgetippet und ich habe gedacht, scheiße, jetzt habe ich ja meine Spirit Hearts, also die Balls of Steel Pille, nicht nehmen können. Dann hat aber die rote Chest, und da besteht eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass die roten Chests dich in den Devil Deal teleportieren und die hat er wieder zurückgehauen. Also das war gerade, damn. Ich will beide Items nicht haben, die sind beide Trash. Ich glaube, ich lasse es. Vielleicht kriegen wir dann einen Angel Deal oder so einen geilen. Mal gucken. War wahrscheinlich der größte Fehler meines Lebens jetzt, aber beide fand ich jetzt irgendwie kacke.
Und jetzt haben wir beim nächsten Floor halt einfach auch eine Chance, einen Angel-Deal zu bekommen. Und wie gesagt, Angel-Deals, die haben halt einen anderen Item-Pool, können auch super stark sein, sind häufig sehr defensiv. Aber naja, Hauptsache wir sehen mal was hier oder was. Oh Gott. Ja, jetzt bin ich halt... Oh Gott, was ist hier los? Auf dem zweiten Floor. Ohne ein Damage-Up. Ohne irgendwie Tears-Up oder sonst was. Wir haben, glaube ich, Tears-Down sogar Pille eben bekommen oder so. Ja, der Raum, der hat... Also das habe ich jetzt nicht sonderlich gut gespielt gerade, aber... Naja. Vielleicht gewinnen wir auch diese Woche sogar nochmal einen Run. So, es ist übrigens saumäßig warm hier in meinem Zimmer, ey. Ich habe ja einen neuen PC mit einem AMD-Prozessor dieses Mal. Vorher hatte ich halt immer Intel und so. Aber das ist jetzt ein sehr nicer Prozessor, der extra so dafür ausgelegt ist zum Streamen und Aufnehmen. Und der gleiche Raum nochmal, alles klar. Naja, auf jeden Fall ist der, ich weiß nicht warum, aber der macht den, das ist, also Heizung brauche ich nicht mehr. Das ist schon crazy, was der hier für Hitze erzeugt. Gott. Vielleicht schmilzt deswegen mein Hirn auch einfach. So, be good. Ja, Magic Mushroom. Das ist ein All-Stats-Up, sogar ein ziemlich gutes, glaube ich. Oh ja, plus 2,6 Damage, plus 2,5 Shot-Speed ist das, nee, Range. Und ein bisschen mehr Laufgeschwindigkeit. Und wir sind größer. Wie bei Mario halt, ne? Super Mario, der Pilz. Man kennt ihn. Das ist auf jeden Fall geil. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Momentum reingekriegt hier. Oh, Spinnen. So, da wart. Mach auf. It shines for its brothers. Ich glaube, das Item, also das Trinket, was ich gerade habe, das highlightet Tinted Rocks. Ich glaube, so war das. Ich glaube, so war es mal. Telepills, da schon wieder. Nehme ich mal mit. Vielleicht können wir das ja für irgendwas Cooles benutzen. Wir können es natürlich nicht aussuchen, wo wir hin teleportieren. Aber naja. Was haben wir hier? Puberty. Es gibt viele Leute, die tatsächlich Isaac gezielt ohne Pillen auch spielen und sowas, weil halt Pillen einfach negativ sein können und zack, hast du mal ein ganzes Leben verloren oder sowas, ne? Das ist halt doof. Aber ich spiele eigentlich immer ganz gerne damit, das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Random-Faktor und ich liebe Randomness bei Isaac und naja, die können ja auch genauso gut sein, die Pillen. So, kannst du ein Leben dazu kriegen zum Beispiel oder ein Tears Up oder whatever. Okay, das habe ich nicht gecheckt, dass er mich getroffen hat. Ah, wie heißen die noch? Ein Eternal Heart. Das klebt da oben links jetzt bei meinem letzten roten Herzen. Und wenn ich das mit in den nächsten Floor nehme, dann ist das ein HP-Up. Also habe ich dann ein rotes Herz zusätzlich beim nächsten Floor. Aber wenn ich es verliere, dann verliere ich es, ne? Card Deck. Ich habe zwar keine Kohle, aber vielleicht haben wir ein bisschen... Nope. Für 7 Cent, Card Deck ist ganz geil. Also mit Karten spiele ich auch sehr, sehr gerne. Finde ich immer cool. Die können halt unglaublich stark sein. Und wenn du dann noch so Items hast wie Tarot Cloth, so ein Tarot-Decke oder so ist das, dann sind die Karten alle richtig hart gebufft. Und das macht dann Spaß, wenn man so eine Synergy hinbekommt. Was ist das? Pay to Win. Ich weiß nicht mehr, was es macht. Ich nehme es mal mit. Zaggy bom bom dom. Ein schwarzes Herz für eine Bombe. Da sage ich grundsätzlich, ja bitte. Und da ist auch schon der Boss. Na, dann gehen wir mal rein. Megamore. Ich habe schon wieder geskippt. Naja, egal. So, der ist fies. Der ist sehr tanky. Und der spawnt halt auch diese Dudes. Aber es gibt noch eine upgradete Variante von diesem Boss, die viel schlimmer ist. Und dementsprechend geht das hier noch klar gerade. Whip. Einfach ein bisschen drauf achten, wie er sich verhält. Und dann geht das klar, oder was? Torn Photo. Tears und Shot Speed Up. Nice. Und wir haben sogar einen Devil Deal bekommen. Kein Angel Deal, aber naja. Guppy's Tail.
eins der Items für die Guppy-Transformation. Hatte ich ja letztens schon mal angesprochen, beim ersten Run, glaube ich. Da hatten wir Guppys Collar, genau. Und das ist Guppys Tail. Guppys Tail sorgt dafür, dass einfach mehr Kisten spawnen. Und, naja, ist halt jetzt ein 1 von 3 Guppy-Transformations-Items. Item, ach ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, oder was? So, ich guck nochmal. Wir haben ja noch 3 Bomben. Hier vielleicht der Secret Room? Wahrscheinlich nicht, aber nö. Naja, egal. Weiter geht's. Zack. So, Floor 4, sag ich immer. Double Key Room, wieder ein Chest Room. Die kommen häufig in letzter Zeit. Und ich glaube, hier gehe ich mal voll rein. So, da können wir viel rote Herzen donaten. In der Hoffnung, dass wir ein geiles Item kriegen. Vielleicht ein Guppy-Item auch. Devil, naja. Komm. Balls of Steel, wieder 2 Herzen dazu. Ganz geil. Ich habe außerdem die Karte genommen. Aber egal. Die wollte ich eh nicht mitnehmen. So, wir sammeln jetzt ein paar rote Herzen und gehen dann wieder hin. Weil der kann halt Devil Deal Items spawnen und das finde ich sehr nice. Ich könnte meinen Schlüssel jetzt benutzen, um die Kiste aufzumachen. Mit Pech finden wir keinen weiteren Schlüssel und können dann nicht in den Item Room rein, aber komm. Ein Item. Crackjacks, HP up und don't swallow the price. Ach, das ist schon wieder dieses Trinket, was wir letztens hatten, ne? Ich habe keine Ahnung, was es macht. Na egal, auf jeden Fall haben wir ein paar rote Herzen, die wir jetzt hier wegdonaten können. Gimpy, nice. Gimpy hatten wir im letzten Run ja auch. Und wenn ich Schaden bekomme, dann besteht eine Chance. Oh. 4 Schlüssel für 2 Bomben. Ich mach. Oh Gott, der... Nein, nein, nein. Okay. Naja, jetzt haben wir die 4 Schlüssel einfach donated, haben hier eine rote Kiste. Guppy-Item? Was ist es? Ich sehe nichts. Pillen. Speed-Up, okay. Telepills. Shot-Speed-Down, naja. Macht nichts. Gut. Es hätte so toll sein können, aber natürlich steht da einer mit dem Keybagger und ich dachte, ich kann mich da vorbei mogeln, aber no. No, 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 no. Nischt. Ich glaube, ich gehe hier einfach mal in den Curse Room rein. Ich meine, was soll's. Die Boys wieder, die hatten wir vorhin schon im Deal mit dem Devil. Und einfach nur 2 Spinnen. Und noch eine Gold Chest. Und die wird wahrscheinlich jetzt durch Guppy's Tail halt gespawnt worden sein. Das... Okay. So, ein paar rote Herzen hätte ich gerne, bitte. Ja, aber guck mal, statt 3,5 machen wir jetzt schon 6,1 Schaden. Das ist schon nice. Ah. Brauf. 2 neue Bomben. Wir brauchen Schlüssel, sonst kommen wir nicht in den Item Room. Way. Ey, so viele Golden Chests. Also jetzt wäre es wirklich nice, würden wir so einen goldenen Schlüssel finden auf dem Floor. Jetzt wäre es richtig worth it, sag ich mal. Genau. Aber wir haben einfach 0 Schlüssel. Und die 4, die wir gefunden haben, haben wir alle dummerweise wegdonated. Naja, was soll's. Bombsaki. Nein, 48 Hour Energy, auch nicht schlecht. Hätten wir ein Spacebar-Item, also gut, ich spiele natürlich mit Controller, aber die aktiven Items, die oben links immer sind. Warum ist der so klein? die aktivierst du normalerweise, wenn du mit der Tastatur spielst, mit der Leertaste. Und deswegen, ja, es sind aktive Items, aber man sagt auch Spacebar-Items. Vielleicht kann ich mich in den Item-Room reinspringen, wenn jetzt hier der Secret-Room ist. So, weiter geht's. Mega-Fatty.
Naja. Solange er nicht seine schnellen Sprünge macht, bin ich eigentlich immer relativ happy, wenn er kommt. Weil der ist jetzt nicht sonderlich schwer. Dauert halt nur ein bisschen, weil er sehr tanky ist. Oder wenn man da direkt gegenläuft, weil man dämlich ist einfach. Schon wieder ein Devil Deal. Das läuft ja hier richtig ab hier. Was ist das hier überhaupt? Booster Pack. Ach, Karten. Two of Clubs, damit verdoppel ich meine Bomben. Two of Spades, damit kriege ich zwei Schlüssel. Dankeschön. Two of Diamonds, damit verdoppel ich mein Geld. Dann nehme ich den hier vorher nochmal. The Lovers, auch nice. Oh mein Gott, ja. Wir werden. Oh mein Gott, ja. Wir hassen den. Da ist das zweite Guppy-Item. Guppy's Paw. Nice. Das heißt, wir sind jetzt schon zwei Drittel Guppy. Nehme ich mit. Parasite has appeared in the basement. Ich habe vergessen, was das macht, aber irgendwas mit Contract oder so. Contract from below? Ja. So, jetzt geht's aber, jetzt wird hier, oh mein Gott, das wird jetzt hier crazy. Also, wir hatten doch da hinten diesen, das nehme ich auch erstmal mit, Lovers. Ne, warte, so. Nehmen wir hier. Jetzt haben wir wieder ganz viele Herzen zum Traden bei diesem Demon Bagger, der da oben war. Und die Sun-Karte, die sorgt nämlich dafür, dass wir uns komplett hochheilen wieder. Was war das? War das Number One? Ich bin halt farbenblind. Das gibt es noch ähnlich. Es gibt noch Anemic, Toxic Blood oder so. Das sieht ähnlich aus, nur in einer anderen Farbe. Aber ich glaube, das ist Number One. Ja, guck mal jetzt hier. Das ist jetzt. Naja, Number One. Das habe ich tatsächlich lange, lange nicht gecheckt. Es gibt das Item Number One und das Item Number Two. Und was sagt man auf Englisch, wenn man irgendwie auf Toilette muss? Dann sagt man, ja, ich muss nur Number One, also ich muss pinkeln. Und Number Two muss groß. Und deswegen sind die Kugeln jetzt gelb, haben eine sehr geringe Reichweite und sind sehr schnell. Hat eine Weile gedauert, bis ich das gecheckt habe, warum auch immer, aber ich I appreciate the joke, sag ich mal, ne? So. Auf jeden Fall eine gute Feuerrate haben wir jetzt. Das ist ganz nice. Die Range, ja, die leidet jetzt, aber das kriegen wir schon wieder hochgepusht. Vielleicht. Oh, jetzt läuft sie aber mit Consumables. Wahrscheinlich wegen Contract from Below. Ich glaube, das macht nämlich, dass du halt. Ja, du musst einen Deal mit Satan eingehen, aber. Ach, der hat ja schon gepaid. Oh, ich bin so schlecht. Da haben wir ja schon bekommen, was wir wollten. Naja, egal. Ich geb dem Dude mal unser Money, was wir haben. Vielleicht gibt er uns ein Health Up oder irgendwas. Oder irgendwas. Dankeschön. Naja. Es ist eine Bohne. Das heißt, wenn wir jetzt berührt werden, dann furzen wir. Das in Kombination mit Gimpy. Ja, schon mal nicht schlecht. Ne? Schon mal nicht schlecht. Ich mach das auf. Gut, jetzt haben wir wieder nur noch einen Schlüssel. Ich liebe aber goldene Chests. Ich will die alle aufmachen. Komm. Kacke, Panic Button. Push in case of emergency. Keine Ahnung, was das macht. Aber jetzt haben wir schon wieder keine Schlüssel mehr. Aber vielleicht. Nee, doch nicht. Dachte, hier wäre vielleicht der Secret Room. Aber kann nicht sein. Nun ja, dann gehen wir weiter. Da ist noch einer. Aber 6 Cent, das reicht nicht. Das waren die Telepills. Ich nehme die Sun. So, die Sun-Karte, die heilt uns komplett hoch. Sie deckt den kompletten Floor auf und sie macht Damage in den gesamten Room. Weißt du? In den gesamten Room, in dem wir uns befinden. Also eine sehr starke Karte. Oh, shit. Falscher Knopf. Forget me not. Kann das sein, dass das Trinket dafür sorgt, dass die Sachen, die wir nicht aufgehoben haben im letzten Floor, dass die mitkommen? Forget me not mäßig? Nope. Das wäre crazy, muss ich mal drauf achten. Da ist ein Spirit Hahn. Hallo, Bombe. Dankeschön. Ah! Überforderung. Oh, die haben die Bienen gebufft. Früher hat die Bienen halt einmal gepupst. Aber das war jetzt gerade eine richtige. Diarrhea war das schon. Oh nee. Oh nee. Ah. Oh, die Bombe daneben geschossen. Peinlich. Nimm das. Schon wieder.
kannst ihm nämlich eine Bombe hinwerfen, dann frisst er die und die explodiert innen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es früher so war, dass wenn er die Bombe frisst, ja, die macht natürlich Damage dann, aber weniger Damage, als würde die Bombe einfach nur in seiner Nähe explodieren. Da, 100. Und wenn er sie frisst? 100, okay. Alles klar. Doppelchest, ey, ich glaub es nicht. Und keine Schlüssel. The Moon. Okay, die Moon-Karte bringt uns in den Secret Room. Danke. 16 Euro haben wir jetzt. Und wir haben noch eine zweite Mooncard. Ich weiß gar nicht, ob die uns dann in den zweiten Secret Room bringt oder ob die einfach nichts macht. Wir probieren es mal. Nee, okay. Bringt uns einfach in den gleichen Secret Room. Nochmal. Naja. Ich wollte sowieso The Sun mitnehmen, weil das kann noch sehr strong werden. Oh, zwei Keys. Sehr, sehr nice. Ab in den Item Room und dann goldene Chests aufmachen. Huhahaha, hehahaha, hoho. Ist hier der Secret Room? Der zweite? Nee, kann ja gar nicht sein. So. Ich glaube, das war Ghost Pepper. Und ich glaube, die sorgt dafür, dass man ab und an Feuer schießt, ne? Hm. Ich glaube, ja. Und ich glaube, diese Items, die halt ab und an mal passieren, ich meine, dass diese Items mit deinem Luck, das ist dieses Kleeblatt da links, skalieren. Das heißt, je mehr Luck ich habe, desto häufiger passiert es. Da ist es gerade einmal passiert. So. In den Golden Chests können natürlich auch Schlüssel und so drin sein. Also es wäre jetzt geil, wenn wir die aufmachen, dann ein paar Schlüssel rauskommen und wir die anderen dann aufmachen. Aber gut. Das ist der Stift, das Item, was ich im letzten Run übersehen habe. Mal gucken, was es kann. Lead Pencil, hieß Bleeder. Oh, der steckt im Auge drin. Das sieht schmerzhaft aus. Ich kann mir vorstellen, was passiert. Bestimmt kommen ab und an jetzt irgendwie daher ganz viele Tränen raus. Dankeschön. Und danke, danke. Es läuft ja hier. Was ist das? Also Spirit Heart technisch hat der Run uns alles geschenkt, ne? Ich glaube, das Spiel will, dass wir endlich mal einen Run gewinnen. Komm, gib doch mal Schlüssel. Gönn doch mal, oder was? Also oben. Und dann links. Da ist ein goldener Schlüssel. Oh mein Gott. Ja! Ja! Ey. Das hat wehgetan. Den Schlüssel nehme ich auch noch mit. Ach, goddammit, ich bin überfordert. Dankeschön, dankeschön. Yo, war schön mit euch. Jetzt können wir alle Kisten umsonst aufmachen. The Belt. Vier Schlüssel. Natürlich. Speed up. Komm. Dann, ich glaube, hier rechts war noch eine Kiste. Ich sehe es hier auf der Map. Mr. Me. Look at me. Oh, so viele Schlüssel. Es läuft. Es läuft, es läuft. Shop. Waren wir schon im Shop? Ich glaube nicht. Okay, jetzt brauchen wir nur noch ein paar coole Items. So, dann bin ich happy. Dann bin ich eigentlich happy. Wir haben gut viele Spirit Hearts und da war natürlich wieder eine Trap Chest. Danke für nix. Und da auch. Nein, danke. 33% Chance auf einen Deal mit Satanus. Das ist Latein für Satan. Zack, 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 zack. Kleine Tenacious D-Reference hier für euch nebenbei, ganz klar. Muss sein, gehört dazu. Wow, ist der tanky. Hier ist der Shop. Ah, oh, ein Battery-Item, was soll's, nehmen wir mit. Und ich donate bis zu 15 runter, würde ich mal sagen. Den machen wir noch kaputt. Das erhöht die Chance auf den Deal mit dem Devil um 2,5%. Hm. Oh ja, wir können ja umsonst aufmachen. Geil. Gib her hier. Ey, die ganze Zeit haben wir hier Probleme mit Schlüsseln gehabt. Und jetzt haben wir einfach 13. Ah, so. Hier nochmal gucken. Kommt da was Cooles raus? Nö. Aber eine Bombe für zwei Bomben, da sage ich immer grundsätzlich ja. Bitte? Und jetzt gehen wir schön zum Boss rein und machen uns ein entspanntes Leben. Es ist The Fallen. Das heißt, wir kriegen jetzt ein Devil Deal Item von ihm. Das sind nämlich seine Boss Drops. Soweit ich weiß, früher waren es immer Devil Deal Items. Und wenn wir dann noch ein Devil Deal bekommen, dann haben wir sogar schon zwei Devil Deal Items.
Das ist sogar ein Devil Deal Item, aber Spectral Baby oder Multidimensional Baby ist jetzt nicht das geilste. Also so sehen meine Schüsse ja normal aus, aber wenn ich durch ihn durchschieße, dann verdoppeln die sich halt. Und machen, glaube ich, auch mehr Damage und so. Da ist noch ein Raum, den nehmen wir noch mit. Boss Rush schaffen wir eh nicht mehr, von daher. Yo, hat sich doch gelohnt, hier reinzugucken. Ey, der goldene Key, der war gerade so klatsch. Das ist ja der Wahnsinn. Wie viel Glück kann man denn bitte haben? Und ich habe so das Gefühl, dass... Whoop. Nee, hier kann er nicht sein. Dass hier irgendwo der Super Secret Room ist. Hier vielleicht? Ja. Eine Blood Donation Machine und ein Coinbagger. Das ist natürlich eine super nice Kombi, aber wir haben nicht viele Herzen. Egal, ich mache es trotzdem mal. IV Bag. Ein neues Item, was wir jetzt sehen. Das heißt, ich kann einfach unterwegs mein Blood donaten. Ich mache es jetzt einfach ein, zwei Mal so. Einmal noch. Komm, einmal noch. Komm, einmal noch. Mit Gimpy ist das natürlich nice, weil wir halt manchmal einfach extra Sachen dazu kriegen. Und jetzt spielen wir hier dem Typen und geben unser Geld weg, was wir gerade so bekommen haben durch die Donations. Und vielleicht kriegen wir dann ein geiles Item. Mom's Bottle of Pills. Und dann können wir halt alle sechs Räume kriegen wir eine Pille. I can see forever. Naja, gut. I can see forever so, sorgt dafür, dass man die Secret-Räume halt sehen kann. Bringt jetzt uns nichts mehr, weil das zählt immer nur für den Floor, auf dem man gerade ist. Und wir haben unsere bereits gefunden. Egal, ich nehme wieder Guppy's Paw mit. Weil damit können wir nämlich unsere roten Herzen für blaue Herzen traden. Und für den Fall der Fälle ist das halt ganz nice. Wir gehen rein. Rein? Wir gehen weiter. Wir gehen runter. Wir machen es jetzt. Wir machen jetzt mal am Fuß kaputt und dann gehen wir in ihren Uterus rein und dann zerstechen wir ihr Herz. Mein Controller ist disconnected. Und kein Mensch weiß warum. Hallo. Einen Moment bitte. Es geht wieder. Es geht wieder. Ha, ist das herrlich. Normalerweise, wenn der Controller disconnected, dann pausiert das Spiel. Das ist natürlich hart, wenn das jetzt passieren sollte, während wir, naja, irgendwo beim Boss stecken oder so. Naja, ich habe ja noch eine Tastatur. Dann muss ich da halt schnell Escape drücken oder so. Das ist noch nie passiert. Aber es gibt doch für alles ein erstes Mal. Und warum nicht, wenn man... Gott, was passiert hier? YouTube-Aufnahmen macht. Zack, zack. Hier noch ein Herzilein. Diese blauen Feuer, die schießen halt auch. Au. Und schnell weg. Wir haben so viel Speed-Up schon bekommen, das ist ganz gut. Aber ja, mir gefällt der Run. Er ist jetzt nicht OP, aber er ist jetzt auch nicht super schwach. Es fühlt sich halt an, als könnte man damit arbeiten und als wäre das auch möglich. Und das sind mir doch die Liebsten, ne? Weil wenn man halt übelst OP in der Weltgeschichte rumläuft, dann ist es halt auch... Klar, ist immer geil, ne, wenn man OP ist, aber dann ist es halt auch keine Challenge mehr. Dann ist es keine Challenge mehr. So, mal gucken, vielleicht ein schwarzes Herz hier drin oder eine Karte oder so. Nope. Die Bres. Alle am Rumpfurzen hier, ey. Räudig seid ihr. Geht mal zum Arzt. Ah, Double Monstro, klar. Ist halt auch ein Boss, ne? Der Monstro hier. Jetzt haben wir zwei davon in einem Standardraum. Aber wenn man die gekonnt wegfokust, die Boys hier, dann können die einem nichts. Oder was? Also Guppy's Tail ist halt wirklich, gefällt mir sehr gut, weil, ne, wir erinnern uns, durch Guppy's Tail kriegen wir halt häufiger Chest Drops. Wir hatten jetzt auch, oder haben Guppy's Paw, das heißt, ein Guppy-Item brauchen wir noch und dann sind wir Guppy. Und dann können wir fliegen. Und früher war es so, dass jedes Mal, wenn deine Träne jemanden trifft,
dann spawnst du eine Fliege um dich rum, die auch nochmal 1,5 von deinem Damage oder so macht. Also es war schon sehr, sehr strong. Sehr, sehr strong. Ich habe nur gehört, dass die Guppy bis jetzt genervt haben, also in Repentance. Aber ich denke mal, es wird immer noch gut sein, das zu haben. Und im schlimmsten Fall können wir dann immer noch fliegen. Es sei denn, die haben halt genervt, dass man nicht mehr fliegen kann, ne? Mal gucken. So, Boss ist da unten rechts. Huch, nicht hier, sondern da unten und dann rechts. Ja! Ne, ich bin falsch gelaufen. Hier, danke. Oh, ein Tinted Rock. Ne, also je tiefer man geht mit den Floors, desto schwieriger ist es auch, Tinted Rocks zu identifizieren. Und ja, guckt doch gerne mal, ob ihr den Tinted Rock findet hier. Nice, ihr habt den Tinted Rock gefunden. Er ist hier. So. Seid ihr auch mit Dora the Explorer aufgewachsen? Oder mehr so Amanda the Adventurer? Ich weiß es nicht. Aber ist doch immer cringe, oder? Für Kinder natürlich geil, aber jemand, der so in die Kamera guckt, hast du es gefunden? Und du machst gar nichts und frisst einfach nur deinen Sonntagmorgen-Müsli und dann hast du toll gemacht. Das fand ich schon als Kind immer sehr cringe. So, was haben wir hier? Bob's Rotten Head ist das, glaube ich. Das ist eine reusable Bombe. Und da kannst du zum Beispiel jetzt hier dahin werfen und nichts finden. Aber da behalte ich gerne lieber Guppys Paw. Weil das ist halt wirklich, ne, im schlimmsten Fall kann ich halt einfach das Item benutzen. Dann ist ein rotes Herz zwar weg, aber wir kriegen zwei Spirit Hearts. Ich glaube, früher waren es drei, ich weiß es gar nicht mehr. Halt dazu. Und wie gesagt, wenn wir halt kurz vorm Verrecken sind, dann ist es halt definitiv nice to have. So, und jetzt kommt schon Moms Foot. Isaac! Moms Foot! So. Rein hier. Ratatatau. Ja, mittlerweile ist es auch so. Also früher war es so, dass Moms Fuß beim Aufkommen Explosionsschaden gemacht hat. Das heißt, das hat immer Bam gemacht und das hat Damage, verursacht bei dir. So, wenn der Fuß dann aber unten war, dann konntest du ihn auch berühren und alles. Das heißt, mit diesem Orbital, den ich hatte, konnte ich dann halt direkt ran und dann hat das auch ein bisschen Damage gemacht. Das haben die bei Repentance auch geändert. Also jetzt kannst du den Fuß nicht mehr berühren. Das habe ich bei der PlayStation schmerzhaft erfahren. Aber naja. So, wir gehen wieder rein in die Puperze hier und ab ins Wunderland von Mamas Uterus oder wo auch immer wir jetzt reingehen. Stellt euch vor, ihr sitzt da friedlich auf dem Toilettenhaus rum und dann kommen eure Freunde rein und lachen euch aus. Das ist doch ein traumatisches Ereignis, oder nicht? Drei rote Chests im Challenge Room. In einer roten Chest kann auch ein Guppy-Item drin sein, von daher, let's go. Okay, drei blaue Fliegen nur. Ich warte mal mit dem anderen, weil da können auch Trollbombs und so rauskommen. Und die will ich jetzt nicht haben, während ich hier im Kämpfen bin. Nochmal Double Monstro, aber selbstverständlich. Das ist eine Frechheit. Aber dieser Pencil, ne, der dafür sorgt, dass wir ab und an so ganz viele Tränen schießen, der ist ganz nice, muss ich sagen. Der gefällt mir. Vor allem funktioniert das auch mit den Flammen und so. Da, guckt es euch an. Ganz cool. Ganz cool. Gefällt mir. Ah, nochmal ein Doppelboss, ne? Aber selbstverwerflich, oder wert? Kleiner Double Gemini. Aber guck mal, wie schnell wir die jetzt mittlerweile kaputt machen. Wir hatten ja Gemini in den letzten Episoden auch mal als First Floor Boss. Und das hat immer eine Weile gedauert. Wir wurden zum Devil Deal transportiert schon wieder. Und diesmal haben wir The Mark. Und The Mark ist ein nice Damage Up. 2,28 Damage on top und ein schwarzes Herz. Ja, ich glaube, so können wir langsam arbeiten. Das ist hier good shit. Wir dürfen dann nicht vergessen, dass ab jetzt jeder Gegner ein Full Heart Damage macht und kein halbes Herz mehr, sondern eben doppelt so viel. Es gibt Items wie zum Beispiel The Wafer und so, die dafür sorgen, dass es halt immer beim halben Herz bleibt, aber die haben wir halt aktuell nicht. Von daher ist hier Vorsicht geboten. Aber ich bin eigentlich ziemlich confident. Naja, das ist in letzter Zeit, immer wenn ich das gesagt habe, dann ging das alles nach hinten los. Aber ich bin trotzdem confident, weil wir haben gut viel Leben. Damage-mäßig sind wir am Start. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ratatatatata. Ah ja, und die Sun Card haben wir auch noch, ne? Können wir uns auch noch mit heilen. Zack.
Da sind die Boys. Alles klar. Double Golden Chest, come on. Nope. Oh, ich hätte so gerne das dritte Guppy-Item, ne? Naja. Huhahaha, ja, huha. Na, wo bleibt ihr da? Oh, die haben aber nett gewartet auf jeden Fall. Ja, ich habe keine Ahnung, was mich da gerade getroffen hat. Ach so, die explodieren in Tränen. Ja, jetzt sieht das Damage oder hier lebenstechnisch nicht mehr ganz so nice aus. Aber hey, wir kriegen das irgendwie hin oder was. Boah, ist das... Das bombt mit meinem Gehirn. Was passiert hier? Überall wird hier alles rangesaugt. Und da ist der letzte Raum vor unserem Boss. Wow, das war knapp und dumm. Es ist ein großer Bossraum, also so ein langgezogener. Das heißt, da könnte Fred jetzt zum Beispiel kommen. Ja, Mr. Fred, Hallihallöchen. Lange nicht gesehen. Ah. So, der ist eigentlich stationär, aber der droppt halt Creep auf den Boden da. Man sieht dieses rote Zeug. Aber auch das kriegen wir alles hin. Devil Deal und Synthpoil, auch ein geiles Damage-Up. Hier, guckt es euch an. Nochmal 1,75. Und Reichweite. Mhm. Ach warte, den Devil Deal, da war ja Mark drin. Das haben wir ja schon gefunden. Stimmt. So, dann gehen wir jetzt auf den letzten Floor. Wir schaffen das. Diesmal. Da. Ey. Hardcore. Einfach Hose runtergezogen und dann den Schniedelwutz ein bisschen baumeln lassen. Vor der Freundin. Oder der potenziellen. Traumatisch. Ich liebe es halt, wie dieses Spiel einfach, naja, vom Theme her, mit Kindheitstrauma halt irgendwie spielt. So krank das klingt, ne? Aber es ist so, teilweise irgendwie so relatable und... Ja, natürlich, der Artstyle und alles, das macht das alles sehr, sehr crazy. Oder stellt alles sehr, sehr crazy dar. Aber, irgendwo steckt dahinter ja auch immer so eine... Klingt das krank, wenn ich sage Wahrheit? Ich meine, es ist alles nur durch die Augen eines traumatisierten Kindes, so. Und jedes Mal, wenn wir halt irgendwelche Endbosse besiegen, dann kriegen wir halt neue Story-Snippets, ein bisschen Lore dazu. Und ich glaube, im Anfangsvideo sieht man schon, das ist mir auch lange, lange nicht aufgefallen, wie zum Beispiel, Isaacs Mom kommt ja irgendwie auf ihn zugerannt. Wir haben Kane unlocked, weil wir 55 Coins haben. Range Down, ja. Wie Isaacs Mom ihn halt mit einem Messer verfolgt. Wahrscheinlich, weil die auch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, irgendeine Störung hat. So. Man weiß es nicht. Aber während er vor ihr wegrennt, haut sie sich den Kopf ans Regal und die Bibel, die auf dem Regal liegt, fällt runter und knockt sie halt aus. So, das war wahrscheinlich so, wie es in Wahrheit abgelaufen ist. Im Spiel ist es aber so, du kannst das Bible-Item finden und wenn du die Bible dann benutzt im Mom-Fight, dann stirbt die instant. So, das sind so Sachen, komm mal da drauf, das so in das Spiel zu verarbeiten. Also, ich liebe das, ich finde das super nice gemacht. Und natürlich, man darf alles nicht immer so allzu ernst nehmen, ne? Aber vom Humor her und so, es holt mich halt perfekt ab. Und viele andere ja auch, weil hat ja nun mal auch eine große Basis, dieses Spiel, an Spielern und Fans und whatever. Wow. Und ihr beiden noch, der explodiert wahrscheinlich. Zack. Okay, 4 Hits haben wir noch frei. Dann haben wir aber noch die Sun Cup, mit dem wir uns heilen können. Zumindest für einmal. Und dann haben wir noch Guppy Spore, wo wir uns mindestens 4 blaue Herzen mitholen können. Im Tausch gegen unsere 2 roten. Also eigentlich sieht es lebenstechnisch immer noch ganz gut aus. Ich darf nur nicht vergessen, darauf zu achten. Wer seid... Achso, die kenne ich doch. Die gab es, glaube ich, seit Afterbirth Plus. So. So, und jetzt kommen wir nochmal zu Moms Heart. Das Ding ist halt, unsere Range ist jetzt relativ low. Nee, doch, oh mein Gott, unsere Range ist ja godlike. Okay, rein da. So, schön an die Seite. Gimpy, dankeschön.
Ja, diese komischen Kackmenschen hier. Ich hasse sie. Ich sehe nichts. Naja, egal. Wir bleiben jetzt einfach mal hier. Warten mal, bis der sich vor uns portet. Da. Isaac. 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 Und Easy Claps. Sogar noch ein Devil Deal am Start. Aber so wie ich mein Glück kenne, ist da jetzt Krampus drin und der reißt uns den Arsch auf. Egal, wir gehen rein. Oh. Eigentlich ist der Run jetzt hier vorbei, aber wir haben die Möglichkeit, runter zu Satan zu gehen. Da, dann gehen wir nochmal eine Ebene tiefer, wo wir eigentlich, wie gesagt, noch gar nicht hinkommen. Das war jetzt Luck wahrscheinlich. Dadurch haben wir jetzt Eden unlocked oder warum auch immer. Lost Baby. Wah, wah, ciao. Wah, wah. So. Ich benutze einfach mal die Sun, um den Floor aufzudecken. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein, ne? Zwei Hits und wir sind RIP. Nope. Also runter. Weil hier wird's... Oh mein Gott, wo kommt er denn her? Mutti! Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, hier ist noch ein rotes Herz. Wir haben immer noch Gabby's Paw, also alles cool. Oh mein Glob. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Also ab hier wird es halt schon ein bisschen knackiger, ne? Vom Spiel her. Nee, danke. Oh mein Gott, was sind das für Steine da unten? Wäh! Oh, Alter, ich schwitze wie Sau. Das war close. Ich wusste nicht, dass sie noch weiter schießen. So, hier eine Bombe, ne? Blaues Herz. Gönnst du? Nein, gönnst du? Nein, okay, hier Secret Room. Und natürlich haben wir einen Bossfight. Als kleines Abschiedsgeschenk, so. Okay, ein Hit noch und wir sind Deed. Das heißt, ich werde jetzt mal... Ne, wir können noch die roten Herzen da holen. Und hoffen, dass uns jetzt nichts Dummes passiert und wir einfach sterben. Yo. Oh Gott, ey. Ha! Eigentlich ist es egal. Wir haben das geschafft, was wir schaffen wollten. Aber es wäre geil, wenn wir Satan jetzt auch noch einen mitgeben, oder nicht? Dann haben wir das schon mal erledigt. So. Was ist das? Oh, das war easy. Komm, gib uns noch den Guppy Dream. Nee, danke. Lovers, ja, auch nicht schlecht. Dann kann ich schon mal... Wow! Die kenne ich auch noch nicht so gut. Die habe ich auf der PlayStation jetzt halt auch ein, zwei Mal gesehen. Aber sind mir noch zu neu, als dass ich sagen könnte, ich weiß ganz genau, wie man sich da verhält. Was ist das? Amnesia, nice. Wir haben die Map verloren. Ist das? Ich liebe das. Okay, okay, okay. Ich glaube, jetzt war das hoch. Ja gut, eine andere Möglichkeit gab es auch nicht. Ach komm, gib mal ein bisschen Spirit Hearts hier oder so. Ey, ich bin wirklich mein Herz gerade. Karton, Karton, sage ich immer. So. Na, Bombe. Wupps, schnell weg hier. Hier könnte noch ein Spirit Heart rauskommen. Oder ein Black. Oh, nice. Oder wer? Satanus. Das ist Latein für Satan. So. Das Bomb-Placement hat er noch drauf. Ich mach mal die Ancient Recall. Ich weiß nicht, warum das hier gerade passiert. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier zwei Safety-Herzen mit drin. Den Fallen, das ist so die erste. Oh mein Glob. Die... Wäh! So, und hier stehen ist immer gut, weil er schießt dann aber runter und trifft einen nicht genau. Das ist jetzt noch die einfachste Phase. Und jetzt kommen gleich die Füße. Und die... sind, die verhalten sich jetzt anders. Ich glaube, die stompen jetzt random irgendwo immer hin. Und der kleine explosive Wurm, wo ist der? Oh mein Gott. Da ist er. Achtung. Hier nochmal einmal ein bisschen. Und zack, bum, peng. Und wir haben Satan gelegt. Und jetzt nochmal Guppy's Paw hier. Zack, da ist nämlich unser Leben. So viel Leben haben wir. Was wollt ihr eigentlich machen? Ha, geil. So.
Ja, die Interpretation überlasse ich euch gerne selber. Meiner Meinung nach heißt das einfach nur, wir haben Eden unlocked, weil Eden ist ein Charakter, der, naja, den wählst du halt aus. Ich bin total am Zittern. Den wählst du halt aus und der startet immer random. Mit einem random Item, mit random Stats und all sowas. So, ich skippe das mal, weil ich glaube, wir haben aber noch ein paar Sachen unlocked jetzt hier, oder? Genau, Mom's Knife, sehr, sehr starkes Item. Judas haben wir unlocked. Und das war's. Boah, ich bin total am Shaken. Man kann das vielleicht ein bisschen sehen. Aber das ist jetzt unser File 2. Sieht jetzt schon so aus wie File 3. Unrecognized Gamepad. Ja, super, danke. Ich weiß nicht, was da los ist, aber... So, jetzt haben wir nämlich... Da oben, man sieht es. Zack. Einmal Mom's Heart besiegt auf schwer. Und einmal Satan besiegt auf schwer. Und Maggie haben wir noch nicht unlocked, weil dafür brauchen wir 7 Herzcontainer. Kane haben wir unlocked, Judas haben wir unlocked, Eve haben wir unlocked, Azazel haben wir unlocked, Lazarus und Eden. Und ich würde sagen, nächste Folge geht das richtig ab und wir werden uns einen coolen Charakter mal aussuchen. Ich habe Bock auf einen kleinen Azazel-Run, weil why not, ne? Wer liebt nicht einen Standard-Azazel-Run? Auf jeden Fall, falls es euch gefallen hat, ne, like, subscribe, man kennt den ganzen Bums, ihr wisst Bescheid. Kommt gerne auf Twitch vorbei, wenn ihr das Ganze mal live sehen wollt. Mir macht es auf jeden Fall immer noch Spaß und ich hoffe, dass wir das noch länger durchziehen können. Und ja, ansonsten kann ich auch nichts weiteres sagen, außer bis zum nächsten Mal und stay cozy oder was?